Moin Moin. Dann zu der Mini-Vortragsrunde fange ich mal an. Ich bin Frank von der Toppoint. Die meisten kennen mich ja. Ich mache schon immer Arduino hier auf den Linux-Tagen und die Toppoint mit unserem Toppoint-Stand. Arduino ist ein ganz einfacher Einstieg in die Mikrocontroller-Programmierung. Die Mikrocontroller sind sozusagen ganz kleine Computer mit einem kleinen Flash, einem ganz kleinen Arbeitsspeicher RAM, sowas wie 2 Kilobyte und kosten ganz wenig, so 2 Euro oder sowas. Der Einstieg ist durch Arduino ganz einfach, da ist eine IDE bei, da ist eine Bibliothek bei und man kann einfach Funktionen benutzen, um Pins auf High oder Low zu setzen, Pins abzufragen, Analogwerte abzufragen. Und Arduino hat eben den großen Vorteil noch, dass es ein Open-Source-Projekt ist. Nicht nur die Software ist Open-Source, es ist ein Java-Programm, diese IDE. Der Compiler ist Open-Source, alles an der Software ist Open-Source, aber auch das Platinen-Layout ist Open-Source. Die Chips sind nicht Open-Source, sowas ist noch nicht verfügbar, aber ansonsten ist alles, was geht, Open Source da dran. Arduino ist für uns der ideale Einstieg, um mit Technik kreativ sein zu können. Da kann jeder einfach mal mitmischen. Man muss nicht wirklich schon C programmieren können. Es hilft sehr, natürlich, um aufwendigere Sachen zu machen. Aber man kann einfach so einsteigen, sich ausprobieren, ein paar Sachen zusammenstöpseln. Viel schiefgehen kann da in der Regel überhaupt nicht. Also man kann angstfrei einfach los durchstarten. Bin ich durch? So, dann hätten wir Freifunk. Jo. Hallo, mein Name ist Stefan. Ich gehöre sozusagen nicht direkt zur Toppoint, aber dieses Freifunkprojekt ist sozusagen das Patenkind der Toppoint, weil da ziemlich viele fähige Menschen rumbasteln. Und beim Freifunkprojekt geht es darum, dass wir hier solche relativ billigen, günstig verfügbaren Router, wie dieses Modell hier jetzt zum Beispiel, das ist zum Beispiel vom Hersteller TP-Link, das sogenannte Einstiegsmodell, für 15 Euro nehmen, dort eine alternative Firmware raufflashen und mit dieser Firmware die Möglichkeit haben, Datenpakete von WLAN-Router zu WLAN-Router zu transportieren. Das heißt, die WLAN-Router, also flach ausgedrückt, erkennen sich auf einmal untereinander und bilden statt einem eigenen Netz ein großes ganzes Netz, sodass man dieses Freifunknetzwerk relativ simpel erweitern kann, indem man halt einen weiteren Freifunkrouter bei sich aufs Fensterbrett stellt oder in den Garten oder aufs Dach am besten oder sowas in der Art. So, wir haben unten einen kleinen Stand, da kann man die Dinger auch mit uns zusammen einrichten, falls Interesse besteht. Die kosten halt 15 Euro. Dann gibt es noch die Premium-Version für ein paar Euro mehr. Und alles Weitere nochmal im zweiten Talk zu Freifunk, würde ich sagen. Das war's. Ja, mein Name ist Stefan Tode. Ich bin hier, um CA-Cert vorzustellen. CA-Cert bietet kostenfreie Zertifikate. CA-Cert ist als Vertrauensnetzwerk aufgebaut. Das heißt, dieses Vertrauen bildet sich aus verschiedenen Geschichten. Das heißt, zum einen das Regelwerk, die sogenannten Policies. Das Verhalten des Einzelnen im Umgang mit diesem, das heißt das Leben in der Community, und dann eben das einzig Messbare, ein Punktesystem, das basiert auf Identitätsprüfungen. Es ist eigentlich ganz einfach gehalten, man muss schon mal ein Minimum erreichen, um eben richtig qualifizierte Zertifikate zu beantragen. Und das können wir heute am Stand auch bieten. Und weitere Fragen würde ich auch gerne unten am Stand beantworten. Okay, das war's. Wer ist der Nächste? Ja. Bitte.
Hallo, ich bin Thomas von Reactors. Was ist Reactors? Das ist ein Windows-kompatibles Betriebssystem. Das heißt, darauf laufen einfach unverändert Windows-Anwendungen und Treiber. Wir treiben das Ganze ein bisschen weiter als das Wine-Projekt, was vielleicht der eine oder andere kennt. Wir gehen bis ganz unten und haben einen komplett eigenen NT-kompatiblen Kernel darunter. Und das Ganze ist Open Source, größtenteils unter GPL. Und ja, eben etliche Windows-Programme lassen sich auf Reactors schon ausführen. Und ja, wozu macht man das Ganze? Naja, es gibt irgendwie eine ganze Menge Software für Windows. Einerseits irgendwelche super wichtigen, großen Softwarepakete, Microsoft Office, Photoshop, die gibt es halt nur für Windows. Andererseits gibt es irgendwo viele Firmen, die brauchen ihre spezielle Business-Anwendung oder andere Anwendungen, um eben mit alten Geräten kommunizieren zu können. Gibt es auch keine Linux-Version für. Und für Windows gibt es außerdem eben Treiber für jede erdenkliche Hardware. Deshalb ist es eben toll, wenn man einfach entsprechend kompatibles Open-Source-System hat. Und dadurch, dass wir eben quelloffen sind, kann man sich das auch anpassen nach eigenen Wünschen und ist nicht entsprechend beschränkt, wie das in Windows der Fall ist. Für uns als Entwickler eine ganz große Motivation auch, man lernt dabei eine ganze Menge über Windows und Reactors selber wird halt auch, ist eigentlich eine super Dokumentation dafür, wie funktioniert Windows, wie sehen die ganzen APIs aus. Das Ganze sieht ungefähr so aus, also wer Windows kennt, soll sich da auch gleich zurechtfinden und wir liefern dann auch ein Paint und einen Taschenrechner und einen Minesweeper mit, wie man das so gewohnt ist. Und ja, Gerätemanagers kennt man alles, sollte einem bekannt vorkommen. Ja. Also ganz normale Windows-Setup-Dateien funktionieren bei uns, genau wie in Windows. Wir haben aber auch einen Reactors-Anwendungsmanager, der ähnlich ist wie ein Paketmanager von Linux. Der macht im Endeffekt auch, lädt nur das Setup runter und führt es dann aus, aber wir dachten, wir machen das mal ein bisschen angenehmer, als es unter Windows ist. Und wenn man jetzt als Entwickler sich ein bisschen anstrengt und ein bisschen Energie reinbringt, kriegt man es auch ab und zu mal hin, größere Softwarepakete, wie hier zum Beispiel Office 2007 zum Laufen zu bringen. Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Rainer Paulke. Ich bin einer der vielen tausend Mitwirkenden von OpenStreetMap. Achso, sorry, ja, ich dachte schon. OpenStreetMap. Was ist OpenStreetMap? Der Name sagt eigentlich Straßenkarte, so ist es mal angefangen, als freie digitale Straßenkarte, Alternative zu kommerziellen Systemen. Inzwischen hat sich das also weit, weit darüber hinaus entwickelt. Der Kern ist eigentlich eine Datenbank, eine Geodatenbank, in dem wir alles, was erfasst werden kann, was öffentlich erfassbar ist, ablegen und frei zur Verfügung stellen, in Form von einer großen Open-Data-Sammlung. Was heißt frei? Frei heißt, dass jeder darauf zugreifen kann. Sie ist also frei verfügbar, sie ist frei nutzbar. Jede beliebige Anwendung, die man damit machen möchte, kann man auch machen. Die Daten sind frei veränderbar. Jeder kann Hand anlegen, jeder kann Korrekturen ausführen, Ergänzungen machen, neue Sachen einbauen, wie auch immer. Das Einzige ist, es ist nicht gemeinfrei. Das heißt, also, es gibt tatsächlich eine Lizenz, ein Urheberrecht, was im Kern besagt, Verwendung bei Namensnennung. Also man kann nicht in jedem sagen, das sind meine eigenen Daten, sondern es sind die OSM-Daten, sind immer, bleiben OSM-Daten. Da will ich jetzt auch in der Kürze der Zeit nicht, da könnte ich noch näher drauf eingehen, aber das werde ich jetzt mal überspringen. Was kann man mit OpenStreetMap machen? In erster Linie, das, was man kennt, man baut oder kann Karten damit erzeugen. Auf der Hauptseite ist der Mapnik verlinkt, dass man mal so als eine Beispielanwendung hat, wie so eine Karte aussehen könnte. Die Karten kann man relativ leicht selber machen, in jeder beliebigen Ausführung. Und was weiß ich, auch die verschiedensten Inhalte bringen. Es gibt also einen ganzen Haufen von Spezialkarten. Hier haben wir mal so ein paar zusammengestellt, also eine spezielle Fahrradkarte oder eine ÖPNV-Karte. Und egal wie, bis hin zu künstlerischen Sachen, so eine Art Aquarellkarte, wozu auch immer man sowas braucht, sieht schön aus. Aber geht natürlich auch ein bisschen Karteninhalt verloren. Also es ist nur zum Zeigen, was man alles machen kann damit.
Wenn man die Daten hat, kann man natürlich wunderbar darauf navigieren. Das heißt also, man kann damit sozusagen Strecken für die Autofahrt, also Fußgänger, Radfahrer-Routing, all dieses betreiben, bis hin zum Bootsrouting, oder es gibt Leute, die schreiben extra Router zum Reiten oder wie auch immer. Alle diese Daten sind ja verfügbar und können in beliebiger Art und Weise ausgewertet werden. Hier sind mal ein paar Beispiele für Smartphones abgebildet. Dieses OSM-End, was hier ganz rechts zu sehen ist, also ein recht aktuelles System, wird auch super weiterentwickelt und pflegt im Moment alles Open Source. Das sind die etwas älteren Geräte, die mit denen wir früher, sage ich mal, immer in der Gegend rumgelaufen sind und Daten erfasst haben, diese GPS-Geräte. Das wird natürlich auch alles noch weiterhin verwendet. Und der dritte große Teil ist halt die Anwendung in Druckwerken. Hier fallen eben keine Lizenzgebühren an. Das heißt also, wenn man so eine Karte erzeugt, kann man die auch beliebig oft verwenden, einsetzen. Die Auflage ist vollkommen egal. Es werden also keine weiteren Gebühren dafür fällig. So, das in aller Kürze. Dann zum nächsten. Ja, moin. Ich bin der Dominik. Ich bin aus Hamburg gekommen und stehe hier für informationelle Selbstbestimmung, für Datenschutz, für Freiheit in der Benutzung von Software. Und ihr wisst, Software haben wir überall laufen, selbst auf dem Smartphone, auf dem Handy, wo wir unsere intimsten und privaten Daten laufen haben und halten. Da ist es natürlich wichtig, dass wir kontrollieren können und nachvollziehen können, was tut diese Software. Das funktioniert nur mit einer freien Software, die quelloffen ist, wo ich vielleicht auch reinschauen kann, um nachvollziehen zu können, was diese Software im Endeffekt nachher tut. Freie Softwareprojekte werden von vielen Leuten nebenher gemacht in ihrer Freizeit. Da fehlt natürlich irgendwie eine rechtliche und politische Vertretung, die diese Freiheiten, die in freier Software geregelt werden, nachher auch irgendwie durchsetzen kann, auf politischer Ebene, auf europäischer Ebene vor allem, rechtlich vertreten kann. Dafür gibt es in Amerika die Free Software Foundation. In Europa gibt es die Free Software Foundation Europe als Schwesterorganisation der Free Software Foundation in Amerika. Wir sind im Prinzip euer rechtlicher Vertreter und euer politischer Vertreter für die Freiheiten, die ihr habt, um euren Computer zu benutzen, um Linux überhaupt benutzen zu können, um F-Droid auf dem Handy zu benutzen zu können, um bald auch irgendwie euer Auto nicht von Google abhängig zu haben. Ja. Ja, hallo, super. Ich habe jetzt noch 40 Minuten Zeit, das reicht dann für die 68 Folien. Mein Name ist Cornelius, ich will euch mal kurz einen Überblick geben über Privacy Idea. Das ist ein System, mit dem ich Zwei-Faktor-Authentisierung machen kann, zentral verwalten kann. Zwei-Faktor-Authentisierung, da geht es also darum, ich melde mich nicht nur mit dem Passwort an, sondern noch mit etwas, was ich besitze. Das heißt, das System lässt mich nur rein, wenn ich das richtige Passwort weiß und wenn ich einen gewissen Besitz vorzeigen kann. Prinzipiell ist es so, das kann ich in einem Netzwerk installieren, verhältnismäßig null invasiv. In der Regel habe ich irgendwo Benutzerdaten schon vorliegen, das soll das hier darstellen, also meine Benutzer können irgendwo liegen in LDAP-Verzeichnissen oder in SQL, wenn ich irgendeine Webanwendung habe, die hat meistens ihre Benutzerdaten und wie alles andere auch in irgendeiner SQL-Datenbank rumfliegen. Oder wenn ich das so ein bisschen kleiner haben will, nehme ich die Benutzer halt einfach aus File-Daten, zum Beispiel so in der etc/passwd. Oder wenn ich so in der Cloud unterwegs bin, habe ich vielleicht so einen neumodischen Kram wie Skim. Das ist so im Prinzip so, sage ich mal, das LDAP für die Cloud. So, richtig hier, zwei Faktor, Passwort und Besitz, hatten wir gehabt. So, ich muss mich beeilen, damit ich die ganzen Folien schaffe. Okay. So, und dann habe ich also dieses System irgendwie am Start und dann kann ich sagen, okay, und wo möchte ich das jetzt alles verwenden? Das heißt, ich habe verschiedene Applikationen, die ich dann umkonfiguriere, dass sie bei der Authentisierungsanfrage im Prinzip das Privacy Idea verwenden. Und so kann ich halt hier diesen bunten Strauß an Applikationen gegen das System konfigurieren und kann damit das Anmeldeverhalten um einen zweiten Faktor erweitern. Ja, unten, hinten an der Glaswand,
Hängen da Plakate, stehe ich rum, könnt ihr gerne nochmal vorbeikommen und euch weiter informieren, Interesse bekunden und können wir weiterreden. Vielen Dank.